Leben ohne die Story. Die Professorin meiner Enkelin hat ihre Studenten aufgefordert, die Handys draußen zu lassen, wenn sie ihre Vorlesungen und Seminare besuchten. Meine Enkelin war überrascht, um wie viel präsenter und wacher sie infolgedessen war. Ihr fiel auf, dass ihre ganze Generation allenthalben ein tiefgreifendes Intensivtraining im Abgelenktsein erhielt. Für mich unterstreicht das, wie wichtig für ihre sowie die nachfolgenden und auch vorhergehenden Generationen es ist, diesem Trend entgegenzutreten und ein Intensivtraining im Präsentbleiben zu bekommen. Wenn Sie das üben, präsent zu bleiben, werden Sie unter anderem schnell herausfinden, wie hartnäckig und beharrlich die Story ist. In den buddhistischen Texten werden unsere Tendenzen und Neigungen samt ihren gewohnheitsgemäß assoziierten Stories traditionellerweise als im Unbewussten lagernde Samenkörner beschrieben. Wenn die richtigen Umstände und Bedingungen zusammenkommen, sprießen diese schon vorhandenen Neigungen wie Blumen im Frühling hervor. Es ist hilfreich, wenn wir uns vor Augen halten, dass die wirkliche Ursache unseres Leidens diese Neigungen sind und nicht das, was sie ausgelöst hat. Ich hatte einen Traum, in dem mein Ex-Mann vorkam. Ich war gerade dabei, mich auf einem ruhigen Abend zu Hause einzurichten, als er mit 6 unbekannten Gästen ankam, dann wieder verschwand und es mir überließ, sich um sie zu kümmern. Ich war extrem wütend. Als ich aufwachte, dachte ich reumütig, von wegen, ich bin fertig mit der Wut. Ich denke mal, die Neigung ist immer noch da. Dann dachte ich an einen Vorfall, der sich am Vortag ereignet hatte, und die Wut kam wieder in mir hoch. Das ließ mich geradezu erstarren, und mir wurde klar, dass es, egal ob im Wachzustand oder Schlaf, ums Gleiche ging. Nicht der Inhalt unseres Films bedarf unserer Aufmerksamkeit, sondern der Projektor. Nicht die gegenwärtige Story ist die Wurzel unseres Schmerzes. In erster Linie ist es unsere Neigung, sich unbehaglich zu fühlen, durch irgendetwas gestört zu sein. Die Neigung zum Selbstmitleid, zur Eifersucht, zu Wutausbrüchen, unsere routinemäßigen, nur allzu vertrauten emotionalen Reaktionen sind wie Samenkörner, die wir immer wieder wässern, hegen und pflegen. Aber jedes Mal, wenn wir innehalten, präsent sind und bei der ihnen zugrunde liegenden Energie bleiben, hören wir auf, diese Neigungen zu bestärken und beginnen uns für erfrischend neue Möglichkeiten zu öffnen. Wenn Sie auf eine alte Gewohnheit anders als üblich reagieren, werden Sie vielleicht allmählich Veränderungen wahrnehmen. Früher haben Sie möglicherweise 3 Tage gebraucht, um von Ihrer Wut wieder runterzukommen. Wenn Sie aber Ihre Wut- und Zorngedanken immer wieder unterbrechen, kommen Sie bald dahin, dies binnen eines Tages zu schaffen. Und irgendwann brauchen Sie vielleicht nur noch Stunden oder sogar bloß besagte 1,5 Minuten. Die Befreiung vom Leiden beginnt. Wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Unterbrechung von Gedanken nicht dasselbe ist wie ihre Unterdrückung. Sie zu unterdrücken bedeutet, dass wir uns dem Geschehen verweigern, was die Gedanken nur in den Untergrund schickt, wo sie vor sich hingären und schwären können. Wir wollen den Gedanken aber auch nicht nachjagen und uns an ihnen festhaken. Das Unterbrechen der Gedanken findet irgendwo zwischen dem Anhaften an und dem Wegschieben von Gedanken statt. Die Methode ist, sie kommen und gehen, aufsteigen und vorüberziehen zu lassen. Kurz, nicht so ein Gewese, um sie zu machen. Die Übungspraxis besteht darin, den Gedanken nicht zu folgen, sie aber auch nicht ganz und gar loswerden zu wollen. Das wäre auch gar nicht möglich.
Sie haben vielleicht gedankenfreie Momente und mit der Vertiefung Ihrer Meditationspraxis längere gedankenfreie Phasen, aber die Gedanken kehren immer wieder zurück. Das liegt in der Natur des Geistes. Sie müssen die Gedanken aber nicht zum Bösewicht machen. Sie können sich einfach im Unterbrechen ihrer Schwungkraft schulen. Die Grundanweisung lautet, die Gedanken ziehen zu lassen oder sie als Denken zu etikettieren und bei der Unmittelbarkeit ihrer Erfahrung zu bleiben. Alles in ihnen wird tun wollen, was sie gewöhnlich tun, wird die Story verfolgen wollen. Die Story ist mit Gewissheit und Trost assoziiert. Sie stützt unser nur sehr begrenzt stabiles Selbstgefühl und hält das Versprechen von Sicherheit und Glück bereit. Aber es ist ein falsches Versprechen. Jegliches Glück, das sie bringt, ist vorübergehender Natur. Je mehr sie sich darin üben, nicht in die Fantasiewelt ihrer Gedanken zu entfliehen und sich stattdessen mit dem Empfinden der Bodenlosigkeit anzunähern, desto mehr werden sie sich daran gewöhnen, Emotionen einfach nur als Empfindungen wahrzunehmen. Frei von Konzepten, frei von Stories, frei von festen Vorstellungen über Gut und Böse. Dennoch wird die Tendenz, zur vermeintlichen Sicherheit zurückzukrabbeln, sich behaupten wollen und an Boden gewinnen. Der sehr real erfahrbare, aber sehr flüchtige Trost, den diese bietet, lässt sich gar nicht unterschätzen. Die Meditationslehrerin Tara Brach beschreibt in ihrem Buch »Mit dem Herzen eines Buddha« eine Praxis, derer sie sich in solchen Fällen bedient. Sie gründet sich auf die Begegnung Buddhas mit seiner Nemesis Mara, einem Dämon, der immer wieder auftauchte, um Buddha zu versuchen und ihn dazu zu bringen, dass er seinen spirituellen Entschluss aufgebe und wieder zu seiner alten, unbewussten Lebensweise zurückkehrte. Psychologisch gesehen steht Mara für das falsche Versprechen von Glück und Sicherheit, die uns unsere routinemäßigen Reaktionen anbieten. Wann immer also Mara erscheint, oft mit schönen Frauen oder anderen Versuchungen im Schlepptau, sagte Buddha, ich sehe dich, Mara. Ich weiß, du bist ein Betrüger. Ich weiß, was du zu tun versuchst. Und dann lud er Mara zum Tee ein. Wenn wir versucht sind, zu unserer Gewohnheit zurückzukehren, nämlich der Bodenlosigkeit aus dem Weg zu gehen, können wir der Versuchung ins Auge blicken und sagen, ich sehe dich, Mara, um uns dann ohne irgendein Urteil über richtig und falsch zum Tee niederzulassen, mit der Ambiguität, die grundlegend mit der menschlichen Existenz verbunden ist. In einem Buch, das ich kürzlich gelesen habe, sprach der Autor von den Menschen als Übergangswesen, Wesen, die weder ganz gefangen noch ganz frei sind, sich aber in einem Prozess des Erwachens befinden. Ich finde es hilfreich, so über mich zu denken. Ich befinde mich in einem Prozess des Werdens, im Entwicklungsprozess. Weder bin ich verdammt noch ganz frei. Aber ich erschaffe mit jedem Wort, jeder Tat, jedem Gedanken meine Zukunft. Ich befinde mich in einer äußerst dynamischen Situation von unvorstellbarem Potenzial. Ich habe alle Unterstützung, die ich brauche, um mich einfach zu entspannen und bei dieser von Übergang und Prozesshaftigkeit geprägten Qualität meines Lebens zu sein. Ich brauche mich nur mit diesem Prozess des Erwachens zu beschäftigen. Statt ein Leben des Widerstands zu führen, in dem Versuch, unsere Grundsituation von Vergänglichkeit und Wandel zu widerlegen, können wir mit der grundlegenden Ambiguität in Kontakt treten und sie willkommen heißen. Wir halten uns selbst nicht gern für festgelegt und unwandelbar, sind aber emotional sehr darauf angelegt.
Wir wollen einfach nicht dieses beängstigende, beunruhigende, unbehagliche Gefühl haben, keinen Boden unter den Füßen zu spüren. Wir müssen uns aber nicht verschließen, wenn wir in irgendeiner Form diese Bodenlosigkeit wahrnehmen. Stattdessen können wir uns ihr zuwenden und sagen, so fühlt es sich an, frei von einem starren, festgelegten Geist zu sein. So fühlt sich das Freisein von einem verschlossenen Herzen an. So fühlt es sich an, unvoreingenommen, uneingeschränkt gut zu sein. Vielleicht werde ich neugierig und schaue, ob ich meinen Widerstand überwinden und die Erfahrung machen kann, gut zu sein. Der Buddhismus lehrt, dass die wahre Natur des Geistes so weit wie der Himmelsraum ist und dass Gedanken und Emotionen den Wolken gleichen, die ihn vor unserem Blickpunkt aus verdecken. Uns wird beigebracht, dass wir neugierig auf die Wolken werden müssen, wenn wir die Grenzenlosigkeit des Himmels erfahren wollen. Wenn wir tief in die Wolken hineinblicken, zerfallen sie, und es tut sich die Weite des Himmels auf. Er hat sich nie irgendwo anders hinbegeben, er war immer hier. Er war durch die flüchtigen, sich wandelnden Wolken nur zeitweise unserem Blick verborgen. Die Reise des Erwachens verlangt Disziplin und Mut. Unsere wolkengleichen Gedanken und Emotionen ziehen zu lassen, wird keinesfalls schon sofort zur Gewohnheit. Die Gedanken und Emotionen mögen es uns schwer machen, mit der Offenheit unseres Geistes in Kontakt zu kommen. Sind sie doch wie alte Freunde, die uns schon begleiten, solange wir denken können. Und ihnen Lebewohl zu sagen, widerstrebt uns sehr. Aber sie können vor jedem Beginn ihrer Meditation den Entschluss fassen, zu schauen, ob sie die Gedanken loslassen und direkt bei der Unmittelbarkeit ihrer Erfahrung bleiben können. Vielleicht ist es ihnen heute nur 5 Sekunden lang möglich, aber jeder Fortschritt in die Richtung, unabgelenkt zu sein, ist positiv. Hyugyang Trungpa hatte eine Metapher für unsere Tendenz zur Verschleierung der Offenheit unseres Seins. Er nannte es Make-up auf den Raum auftragen. Wir können danach streben, den Raum ohne Make-up zu erfahren. Bleiben wir auch nur kurze Zeit offen und empfänglich, unterbrechen wir damit schon unseren tief sitzenden Widerstand dagegen, dass wir fühlen, was wir fühlen, und bleiben da präsent, wo wir sind. An unsere Story zu glauben, uns mit den Interpretationen zu identifizieren, die wir unseren Erfahrungen überstülpen, ist tief in uns eingewurzelt. Wir bestehen auf unseren Meinungen, als seien sie unbestreitbar. Es ist eine Charaktereigenschaft von Jane, so schrecklich zu sein, so viel steht fest, also ich weiß das. Ralph hat ein reizendes Wesen, darin besteht überhaupt kein Zweifel. Wollen wir die Gewohnheit, sich an feste Vorstellungen und fixe Ideen zu klammern, schwächen und mit der Veränderlichkeit und Instabilität der Gedanken und Emotionen in Kontakt kommen, müssen wir unseren Fokus ändern und eine umfassendere Perspektive einnehmen. Statt uns im Drama zu verfangen, können wir zusehen, dass wir die dynamische Energie der Gedanken und Emotionen fühlen. Schauen Sie, ob Sie den Raum wahrnehmen können, der die Gedanken umgibt. Machen Sie die Erfahrung, wie Sie im Raum aufsteigen, ein Weilchen verweilen und dann in den Raum zurückkehren. Wenn Sie die Gedanken und Emotionen nicht unterdrücken, und auch nicht mit ihnen mitgehen, finden sie sich an einem interessanten Ort. Der Ort des Nicht-Zurückweisens oder Rechtfertigens befindet sich direkt mitten im Nirgendwo. Hier können sie schließlich bereitwillig akzeptieren, was sie fühlen. Hier können sie hinausblicken und den Himmel sehen. Beim Meditieren mögen vielleicht Erinnerungen an ein schmerzliches Geschehen aus der Vergangenheit in ihnen erwachen. Das alles einmal zu erkennen, kann sehr befreiend sein.
Aber wenn Sie die Erinnerung an etwas Schmerzliches immer wieder aufsuchen, das Geschehene stets auf neue durchkauen und sich fast schon zwanghaft mit der Geschichte beschäftigen, wird sie Bestandteil Ihrer statischen Identität. Sie bestärken dann einfach Ihre Neigung, sich selbst als Opfer zu erleben, als jemanden, dem man übel mitgespielt hat. Sie forcieren damit eine bereits bestehende Neigung, andere, Ihre Eltern oder sonst jemanden, als die zu beschuldigen, die ihnen Unrecht getan haben. Das fortwährende Recyceln der alten Story ist die Methode, der grundlegenden Ambiguität aus dem Weg zu gehen. Die Emotionen werden stattdessen immer wieder aufgekocht, wenn wir sie mit Worten nähren und schüren. Das ist so, als würden wir Kerosin in die Glut schütten, um sie auflodern zu lassen. Ohne all das dauerten die Emotionen, wie gesagt, nicht länger als 1,5 Minuten an. Da unsere so verlässlich, so substanziell erscheinende Identität in Wirklichkeit etwas sehr Fließendes, sehr Dynamisches ist, existieren grenzenlose Möglichkeiten für das, was wir denken, was wir fühlen und wie wir die Realität erleben können. Wir verfügen über das, was wir brauchen, um uns aus dem Leiden einer festgelegten Identität zu befreien und uns mit der grundlegenden Unsicherheit und Rätselhaftigkeit unseres Seins zu verbinden, das keine festgelegte Identität kennt. Unser Selbstgefühl. Das, was wir auf relativer Ebene zu sein glauben, ist eine sehr beschränkte Version unseres wirklichen und wahren Wesens. Aber die gute Nachricht ist, dass wir unsere direkte Erfahrung, wer wir genau in diesem Augenblick zu sein scheinen, als Tor zu unserer wahren Natur nutzen können. Indem wir diesen relativen Augenblick in der Zeit umfassend berühren, den Laut, den wir hören, den Geruch, den wir riechen, den Schmerz oder Trost, den wir im Moment fühlen, indem wir für unsere Erfahrung voll und ganz präsent sind, kommen wir mit der grenzenlosen Offenheit unseres Seins in Kontakt. Bei all unseren habituellen Mustern handelt es sich um Bemühungen, eine vorhersagbare Identität aufrechtzuerhalten. Ich bin ein zorniger Mensch. Ich bin ein freundlicher Mensch. Oder ich bin ein nichtswürdiger Wurm. Wir können mit solchen mentalen Gewohnheiten, wenn sie auftreten und wir sie erfahren, nicht nur während der Meditation arbeiten, sondern auch in unserem Alltagsleben. Das Unbehagen und die Unruhe können jederzeit auftreten, ob wir nun allein sind oder mit anderen zusammen, und unabhängig davon, was wir gerade tun. Wir denken vielleicht, diese eindringlichen Gefühle wären ein Hinweis auf Gefahr. Tatsächlich aber sind sie ein Signal dafür, dass wir soeben mit der grundlegenden Veränderlichkeit des Lebens in Kontakt gekommen sind. Statt uns vor diesen Empfindungen zu verstecken, indem wir in der Luftblase unseres Egos verharren, können wir die Wahrheit von der wirklichen Existenz der Dinge zu uns durchdringen lassen. Solche Augenblicke sind großartige Gelegenheiten. Kommen derartige Gefühle der Unsicherheit in uns auf, können wir auch dann, wenn wir von Menschen umringt sind, etwa mitten in einer Konferenz, einfach bewusst atmen und bei den Gefühlen sein. Wir brauchen nicht in Panik zu geraten oder uns in uns selbst zu verkriechen. Wir brauchen nicht nach unseren gewohnten Mustern zu reagieren, Kampf oder Flucht. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Wir können uns weiterhin anderen widmen und gleichzeitig wahrnehmen, was wir fühlen. Die Instruktionen bestehen in ihrer einfachsten Form aus 3 grundlegenden Schritten. Seien Sie völlig präsent. Fühlen Sie Ihr Herz. Und lassen Sie sich ohne feste Vorstellungen auf den nächsten Augenblick ein.
Ich arbeite mit dieser Methode an Ort und Stelle, direkt inmitten des Geschehens. Je mehr ich in der formellen Meditation präsent bleibe, desto vertrauter wird mir dieser Prozess und umso leichter lässt er sich inmitten alltäglicher Situationen anwenden. Aber unabhängig davon, wo wir das Präsentbleiben üben, bringt es uns mit der Ungewissheit und Veränderlichkeit in Berührung, die sich mit dem Lebendigsein verbinden. Es gibt uns die Chance, uns darin zu trainieren, dass wir wach und gegenwärtig bleiben für das, wovor wir zuvor weggelaufen sind. Die drei Versprechen enthalten drei Ebenen des Arbeitens mit der Bodenlosigkeit. Alle basieren auf der Grundanweisung, mit sich selbst Freundschaft zu schließen, zu sich selbst aufrichtig und freundlich zu sein. Das beginnt mit der Bereitschaft, präsent zu bleiben, wann immer wir Unsicherheit erleben. Kommen diese Gefühle auf, lehnen wir uns in sie hinein und laufen nicht vor ihnen davon. Statt dass wir versuchen, die Gedanken und Gefühle loszuwerden, werden wir auf sie neugierig. Haben Sie sich erst einmal daran gewöhnt, Empfindungen wahrzunehmen, ohne sie gleich zu interpretieren, dann werden Sie verstehen, dass der Kontakt mit der grundlegenden Ambiguität menschlicher Existenz eine kostbare Gelegenheit bietet. Die Chance, beim Leben zu bleiben, so wie es ist. Die Gelegenheit, die Erfahrung der Freiheit des Lebens ohne Story zu machen.